Hallo meine Lieben in Deutschland, hier ist die Edith. Und ich möchte heute ein Video machen, und zwar, ich habe eine von einer Bekannten einen guten Tipp bekommen, oder von einer Facebook-Friend einen guten Tipp bekommen über einen YouTube-Kanal, Trauma Free TV. Das ist ein deutscher Kanal, also von einer Deutschen, die sehr viel Information hat. Und ich bin sehr, sehr dankbar darüber, dass sie mir das geschickt hat, weil jede Information ist sehr wichtig. Möchte euch aber auch dazu sagen, ich sehe heute aus, wie wenn ich irgendwo im tiefsten Winter wäre. Und das stimmt. Ja, ich bin im tiefsten Winter. Wir haben, und das will ich euch zeigen, wir haben Schnee. Und ich hoffe, ihr seht das. Ja, wir haben Schnee heute. Wir haben vor 2 Tagen noch, ich würde sagen, 36 Grad gehabt. Und dann gestern Abend hat es angefangen zu schneien. Ganz schön schlimm. Also ich friere und friere und friere, weil ich habe mich halt noch nicht dran gewöhnt. Mein Nacken tut schon weh. Ich habe meinen Nacken verkältet. Aber jetzt zu dieser Information, die ich bekommen habe. Ich habe mir jetzt einige Videos angeschaut von dieser Frau. Und sie sind höchst gut. Also sie sind wirklich gut. Wirklich gute Informationen. Aber auch bin vielleicht ein kleines bisschen enttäuscht. Aber nur, weil sie auch Informationen gebracht hat von Kennedy. Und ich halte sehr große Stücke von Robert Kennedy Jr., der Sohn von dem Robert Kennedy, also der ist eigentlich der Neffe von John F. Kennedy. Und ich halte sehr hohe Stücke von ihm, weil er halt eben wirklich sehr viel für Kinder tut, die geschädigt worden sind durch Impfstoffe. Und da hat er unheimlich sehr viel, da hat er auch eine Organisation, die mit Kindern zu tun hat. Und diese Frau hat aber dann auch gesagt, dass sie finde, dass irgendwas anderes dahinter steckt. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nur, was er halt eben im Vordergrund tut. Und ich habe mir auch schon die ganze Zeit überlegt, warum wohl dieser Kennedy immer noch lebt. Weil die anderen Kennedys, die also irgendwas machen, sagen, die werden ja alle umgebracht. Keine Ahnung. Also, ich habe immer hohe Stücke gehalten von seinem Onkel, dem Präsident John F. Kennedy. Und er ist 100% ermordet worden von Jesuiten. Ja, das habe ich auch schon herausgefunden, weil ich tue ja auch eigentlich sehr viel nachforschen. Ich habe schon sehr viel gelesen und tue auch sehr viel nachforschen, genau wie diese Frau von Trauma Free TV, und weiß also sehr viel Hintergrunddinge. Und da weiß ich halt dann auch, dass zum Beispiel eben der Abraham Lincoln und auch Kennedy, dass die von den gleichen Gruppen, von der gleichen Gruppe, dass die umgebracht worden sind. Und ich denke halt schon, dass die zurückführend sind zu Jesuiten. Diese Frau hat sehr viel nachgeforscht. Ich forsche nicht so viel nach wie sie. Ich forsche nach und dann bringe ich eben meine Information in meine Videos ein, und zwar wie sie halt mit Endzeit in Verbindung stehen. Und da konzentriere ich mich stärker drauf, wie jetzt diese Dinge in Einklang zu bringen, wie man die in Einklang bringen kann mit Endzeitprophetie. Ich mache halt dann sehr viele mehr Bibelstudien. Diese Frau, Trauma Free TV, ist auch gläubig, wie es aussieht. Und sie liest auch manchmal, Bibelstellen. Ja, ich habe aber also noch nicht alles so gelesen. Ich habe nur einige eben gesehen. Und besonders hat mich halt interessiert, wie sie über diese Menschen denkt, oder Informationen, die sie gesammelt hat über diese Menschen, die eben sehr stark führend in dieser Querdenken-Demo arbeiten, also in ganz Europa. Und sie hat halt gefunden, dass diese Menschen erstens mal keine Christen sind, was ich ja auch in meinen Videos schon gesagt habe. Sie sind keine Christen.
Und die meisten in Deutschland sind halt auch keine Christen. Ja? Deutschland ist halt sehr in der Dunkelheit. Und deswegen tun halt diese Menschen diesen, ja, falschen Lehrern oder auch, wie es auch immer, nachfolgen. Und sie gucken da nicht tiefer. Ist doch ganz klar. Aber wir wissen ja alle, dass Information sehr nötig ist. Aber sie hat dann auch gesehen, dass, wie gesagt, diese ganzen Leute Geheimgruppen angehören, zum Beispiel den Freimaurern. Sie tut die alle zu den Freimaurern zurückführen. Aber ich denke halt schon, sie ist nicht weit genug gegangen. Ich habe in den letzten Videos gemerkt, dass sie auch auf die Jesuiten gestoßen ist und auf den Eid, den diese Jesuiten schwören. Ihr könnt euch das mal selber angucken, und zwar der Eid von den Jesuiten. Sie sind ja verschworen dem Papst gegenüber, dem Führer von den Jesuiten gegenüber, dass sie alle umbringen, die gegen den Glauben sind. Und sie sind geschworen, dass sie alle verführen. Und jetzt muss ich natürlich dazu sagen, dass es ja den Jesuiten und dem Papst ja ganz, ganz egal ist, wenn jemand einen falschen Glauben nachläuft. Dem Papst ist es egal, ob jemand da Buddha nachläuft oder sonstige. Hauptsache, ja, man folgt dem Papst nach. Oder man folgt Luzifer nach. Das ist das Allerwichtigste. Weil Luzifer ist obendrauf auf der Pyramide. Und das habe ich auch in meinen Videos schon gezeigt. Das ist eine Pyramide, das ist die neue Weltordnung. Eigentlich ist es keine neue Weltordnung, weil sie schon immer da war. Es ist die Weltordnung. Es ist einfach die menschliche Weltordnung. Und obendrauf ist das allsehende Auge, und das ist der Luzifer. Und er hat die ganze Welt schon in seiner Hand. Ganz egal, welche Gruppen man nennt, sie sind in der Hand von Luzifer. Ob man jetzt die Freimaurer nehmen, die Jesuiten, die Weltgesundheitsorganisation, ganz egal, das Finanzielle, alles ist in der Hand von Luzifer. Sie hat halt jetzt versucht zu zeigen, dass diese neue Bewegung, ja, die eigentliche Aufklärung, es mit Aufklärung versucht, dass auch diese Gruppe wiederum zum Beispiel eben den Freimaurern angehören oder den Illuminati angehören. Ja, das ist ja klar. Kennedy, die Kennedy-Familie zum Beispiel, die sind ja katholisch und sie gehören schon ewiglich diesem Clan an. Aber es gibt auch bei den Kennedys eben Leute, wie zum Beispiel der JFK, also der Präsident John F. Kennedy, der ja im Grunde gegen diese Illuminati geschwommen ist oder gegen diese Illuminati gegangen ist und er dadurch eben umgebracht wurde, weil er denen nicht gefolgt ist und er wollte sie aufdecken. Ja? Und ich habe mir halt auch ge gehofft, ich habe auch gehofft, dass dieser Robert Kennedy Jr., dass der auch solche Dinge tut, dass er auch aufklärend ist. Aber dem ist vielleicht doch nicht so der Fall, wie ich gedacht habe. Er ist zwar aufklärend, wenn es um Impfstoff geht und er versucht, Kinder zu schützen, ja, die durch Impfstoff geschädigt wurden. Aber vielleicht ist er halt auch nicht so, wie man in Deutsch sagt, rassenrein. Also, das kann natürlich sein. Aber wir müssen halt trotzdem wirklich wachsam sein, weil ich schon die Information, die gegeben wird durch dieses Querdenken, durch diese Bewegung, ist sehr wichtig, weil ja, von der anderen Seite, von der politischen Seite in Deutschland oder auf der ganzen Welt, also die Leute, die jetzt
die Führung habe, die politische Führung in der Welt habe, ja, die sind auch von Luzifer geführt. Ja, die sind von Luzifer dahin gebracht, wo sie jetzt sind. Das müssen wir ganz genau wissen. Sie sind nicht rassenrein. Sie folgen den Jesuiten nach, sie folgen Luzifer nach. Weil Luzifer hat sie eben dahin gebracht, wo sie sein sollen, wo sie jetzt sind. Aber irgendwo versucht halt jetzt Luzifer eben eine neue Weltordnung, was er sagt, neue Weltordnung. Aber eigentlich ist es nur ein Vertiefen der Kontrolle. Es ist nichts Neues. Genauso wie sie gesagt hat, die gehören sehr viel New Age an, dem New Age Zeug, ja, was unheimlich viele Sachen sind, wie zum Beispiel die Kabbala und solche Sachen. Das sind alles New Age Sachen, wie jetzt Meditation und diese Sachen sind alles New Age. Und natürlich werden die von Lucifer benutzt. Und die sollen halt jetzt uns in diese neue Ordnung bringen, die halt vielleicht etwas ja, friedlicher sein soll als die vorhergehende. Ja? Aber im Grunde ist es das Gleiche. Und zwar redet sie hier von controlled opposition, also kontrollierte Opposition. Und das stimmt. Weil Luzifer arbeitet immer so. Er arbeitet immer mit kontrollierter Opposition. Das heißt, er hat die Bewegung, die jetzt da ist, geformt und in den Platz gebracht. Und er arbeitet jetzt schon wieder mit dieser Controlled Opposition, damit er dieses ganze Geschehen in ein neues oder in eine höhere Ebene bringt. Und ich hoffe, dass ich das richtig erklärt habe. Das heißt, es wird schon was Neues kreiert, aber die gleiche Person kreiert das Neue, der auch schon das Alte kreiert hat. Weil er einfach sieht, dass das Alte vielleicht nicht mehr so wirkt wie jetzt das Neue. Was ist das Neue? Das Neue ist halt höhere Kontrolle. Eine Art, wie er wiederum die Menschheit kaputt machen kann. Vor dem Sündenfall, vor dem, von der, Sü vor der Sün Sündflut, ja, vor der Sündflut. Da waren alle Menschen, bis auf Noah und seine Familie, die DNA hat sich geändert, weil die gefallenen Engel sich mit den Frauen vereint haben. Und dadurch wurde eben das Gengut, die DNA der Menschen geändert. Und dadurch hat halt Gott die Menschen verändern oder zerstören müssen, weil es keine Menschen mehr waren, also Gott geschaffen hat. Und jetzt haben wir wieder das Gleiche. Luzifer hat etwas herausgefunden, mit dem er jetzt wiederum die Menschheit zerstören kann. Er hat die Menschheit benutzt, damit sie halt jetzt wieder Dinge haben, durch die sie das DNA von der Menschheit zerstören können. Und sie werden das auch durchbringen. Ganz egal wie, sie werden es schaffen. Ja? Und daran arbeiten sie halt jetzt. Und sie versuchen halt das eben auch mit dieser kontrollierten Opposition zu machen. Und deswegen hat die halt die Frau gesagt, dass eben sehr viele von diesen Leuten, die jetzt aussehen, als wenn sie Aufklärung machen und ihr gute Informationen den Menschen geben, dass sie halt wiederum vielleicht solche Leute sind, die die Menschen verführen werden. Das habe ich halt auch schon gesagt in meinen Videos, dass das der Fall sein kann. Und dass wir da furchtbar aufpassen müssen. Ich glaube ja selber auch, dass wir politisch eigentlich nicht tätig, als Christen nicht tätig sein sollen. Weil beide, das heißt, alles ist schon in der Hand von Luzifer, ganz egal. Wir denken immer noch, auch in Deutschland, auch in Amerika, wir denken immer noch, dass wir in einer Demokratie sind.
Aber in Wirklichkeit sind wir in keiner Demokratie. Es wird uns nur noch etwas Freiheit gelassen, damit wir denken, dass wir in einer Demokratie sind, damit die Leute ruhig sind, damit sie nicht rebellieren. Ja, und jetzt werden halt unsere Regierungen hingestellt, als wenn sie totale Regierungen sind, dass sie total alles in der Hand haben, ja, und dass sie uns keine Freiheit mehr geben, dass sie uns die Freiheit nehmen. Aber dadurch versucht halt Luzifer wiederum, die Leute auf einen anderen Weg zu führen, zu etwas Neuem, ja, was er aber selber wieder kreiert hat. Es ist ganz schön, ja, wie soll ich sagen, durcheinander. Es ist ein Durcheinander und es ist sehr schwer herauszufinden, was die Wahrheit ist heutzutage. Sehr schwer. Und es ist nicht nur schwer in der Politik die Wahrheit herauszufinden, aber auch im biblischen Sinne ist es schwer, die Wahrheit herauszufinden. Wenn wir nicht total die Bibel lesen und nur die Bibel lesen, sind wir schon verführt. Weil wir sind so stark heutzutage, so stark verführt. Es gibt so viele falsche Lehren, nicht nur in der Politik, ja, falsche Dinge in der Politik, aber wir haben auch ganz viele falsche Dinge, gerade in den Gemeinden, wo wir so furchtbar aufpassen müssen. Ja, Jesus ist der Einzige, das stimmt. Aber diese Leute, zum Beispiel der Bodo Schiffmann, der sagt ja auch, er ist Christ. Aber ich weiß ganz genau, ich habe ihn selber schon gehört und er hat gesagt, nein, Jesus Christus ist nicht Gott. Hat er schon gesagt? Ja, also weiß ich ganz genau, dass er wirklich nicht Christ ist. Und dann ist da noch einer, dieser Samuel Eckert, den ich auch schon eben, glaube ich, erwähnt habe. Er sagt auch, dass er Christ ist. Aber wiederum, wie viele Menschen sagen, dass sie Christ sind, aber wirklich nicht Jesus nachfolgen? Wirklich nicht Jesus nachfolgen. Es sind sehr, sehr viele Menschen so. Und deswegen müssen wir aufpassen. Ich bin sehr dankbar für das Trauma-Free-TV und ich werde auch mehrere Dinge von ihr anschauen, um zu sehen, was sie über eben biblische Dinge denkt. Weil sie hat die Bibel gelesen, aber ich weiß trotzdem nicht, was sie über zum Beispiel Endzeit glaubt. Und ich finde, das ist halt sehr wichtig. Wie ein Mensch über Endzeit denkt. Ja? Wann ist die Entrückung? Ich sage halt jedes Mal in meinen Videos, Leute, seid vorbereitet, weil wir leben in einer Zeit. Diese ganzen Dinge zeigen uns, dass das Ende nahe ist. Ja? Sehr eindeutig leben wir also wirklich im Ende. Jesus könnte jetzt wir haben heute den 9. Jesus könnte in 11 Tagen wiederkommen. 11 Tagen oder wiederkommen. Er könnte uns entrücken in 11 Tagen. Ja? Während dem Fest der Trompeten. Da können wir entrückt werden, wenn wir bereit sind. Wenn wir wirklich Jesus nachfolgen. Wenn wir den Heiligen Geist haben. Und das ist eben wichtig. Und ich sehe das halt nicht von ihr, dass sie das oft einbringt. Ja, aber das ist eben wichtig. Was hilft es mir, wenn ich alles weiß über diese Führer von Querdenken, aber ich weiß nicht, dass ich Jesus Christus auch als mein Führer annehmen muss, dass ich mit Jesus Christus verbunden sein muss, dass ich den Heiligen Geist haben muss. Wenn ich das nicht weiß, und Jesus kommt und die Gemeinde wird entrückt, dann bin ich nicht dabei. Dann bleibe ich zurück. Dann bleibe ich zurück, wenn Gott seinen Zorn ausschüttet auf diese Erde und alle Menschen und dieses ganze System zerstört. Ist doch ganz egal. Das ist ein System, das ist das gleiche System. Ganz egal, ob es jetzt das Querdenken ist,
ist doch ganz klar, dass diese Menschen alle von Luzifer benutzt werden. Sie sind ja alle keine wirklichen Christen. Wie viele wirklichen Christen gibt es denn in Deutschland? Es sagen zwar einige noch, ja, ich bin katholisch, aber da kannst du es ja schon so vergessen. Wenn jemand sagt, ich bin katholisch, es tut mir leid, meine Familie ist auch noch katholisch. Es tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Aber wenn jemand sagt, ich bin katholisch, ist er für mich kein Christ. Dann tut er nicht Jesus Christus nachfolgen. Es tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Ja? Ja, ich liebe meine Familie. Ich liebe meine Mutter, meine Tanten, meine Onkels, meine Familie. Ich liebe sie. Sie sind katholisch. Aber es ist mal so. Wenn jemand wirklich überzeugter Katholik ist und wirklich das nachfolgt, dann ist er kein Christ. Er kann nicht zwei, Jesus sagt, wir können nicht zwei Meister folgen. Wir können nur einem nachfolgen und das ist halt eben Jesus Christus. Und er ist das Oberhaupt von der Kirche und nicht der Papst. Der Papst ist das Oberhaupt von einer falschen Kirche. Von einer falschen Kirche. Und das, die heißt Babylon die Große. Und ich glaube auch, dass diese Frau das eingesehen hat, dass ich glaube, dass eben der Papst, das Papsttum Babylon die Große ist. Also, wacht auf, Leute, wacht auf. Ich wollte dieses Video noch ganz schnell machen. Und ja, schaut euch diese Frau an und ja, sagt mir, was ihr über sie denkt. Ihr könnt vielleicht euch auch selber eine Meinung über sie bilden, was sie so zu sagen hat. Also ich denke halt schon, sie hat sehr viele gute Dinge und gute Informationen. Aber wiederum sage ich, es ist nicht wichtig, dass wir viel Information haben. Die Information, die wir sammeln, die soll uns nur helfen zu sehen, dass Jesus bald kommt. Wir sind wachsam, ja, für die Zeichen, die uns zeigen, dass Jesus bald kommt. Das ist alles. Ich brauche dann nicht in die Tiefe gehen und gucken, ah, Bodo Schiffmann ist so und so und so und so und er macht die und die und dies Zeichen, ja, das Zeichen hier, ja, das ich versuche nicht zu machen, weil ich ja kein Freimaurer bin. Aber ich sehe das oft. Leute machen dieses Zeichen sehr oft und sie geben auch gute Informationen. Okay, dann machen sie eben das Zeichen, weil sie zeigen wollen, sie gehören dieser Geheimorganisation der Freimaurer an. Okay, wie gesagt, diese Organisationen, die geben oft 90%, 99, 95% Information. Aber ihr müsst natürlich aufpassen, weil auch der restliche Information, die kann falsch sein. Und so sind aber auch wiederum viele Führer in unseren Gemeinden, weil viele dieser Führer von unserer Gemeinden auch Freimaurer angehören oder diesen Geheimorganisationen angehören. Ja, das müsst ihr halt auch wachsam sein, weil sich eben diese Leute auch schon eingeschlichen haben in die Gemeinden. Ja, das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Diese gleichen Menschen, ja, die zum Beispiel Freimaurern angehören oder Jesuiten angehören, die haben sich auch in protestantische Gemeinden eingeschlichen. Und von daher haben wir halt da auch schon, ja, falsche Lehren. Und wir müssen alle aufwachen. Wir können nicht ständig die Augen zumachen und wie Schafe jemand anderem nachlaufen. Das geht nicht, ja? Und wiederum brauchen wir diese Menschen, weil wie können wir sonst Dinge aufhalten? Ich weiß es nicht. Wir sind alle verloren. Das weiß ich hundertprozentig. Und besonders Deutschland. Wir haben in Deutschland so viele oder so wenig wirklich gläubige Menschen, dass Deutschland verloren ist. Ja, und auch wenn sie jetzt Dinge etwas aufhalten, Deutschland wird untergehen. Ja, Deutschland wird kaputt gehen.
Deutschland wird zerstört werden. Ja, im Ende. Und zwar sehr bald. Wenn Gottes Zorn ausgeschüttet wird, da geht auch Deutschland unter. Genauso wie Amerika. Wie die meisten, also fast die ganze Welt. Ja, wird zerstört. Die meisten Menschen werden zerstört. Warum? Weil sie Jesus Christus nicht annehmen, weil sie Gott ablehnen. Ja, dieses Querdenken, die zwar vielleicht sehr viel gut machen will oder sagt, die Leute vielleicht haben etwas Gutes vor, aber sie sind halt doch nicht Nachfolger von Jesus. Und da müssen wir dann halt eben aufpassen. Würde ich zu solchen Demonstrationen gehen? Ja, ich würde. Ja, aber ich würde dann auch eben mir die Zeit nehmen, anderen von Jesus Christus zu erzählen. Das ist ja ganz einfach. Da haben wir so viele Menschen zusammen, dass man da ganz gut über Jesus Christus reden kann. Also, ich komme jetzt zum Ende. Und schaut euch mal diese Frau an. Finde ich sehr toll. Wenn sie auch, ja, mein Video findet, ich hoffe, dass es vielleicht mein Video findet, ich würde mich sehr interessieren, mit ihr in Kontakt zu treten. Ja? Also, bis dann oder bis zum nächsten Mal. Lasst den Heiligen Geist euch leiten.